Ich muss in New Work nicht mehr in ein Gebäude gehen, um zu arbeiten. Ich muss New Work nicht mehr an ein bestimmtes Gerät mich setzen. Ich habe Flexibilität. Ich kann meine eigenen Geräte benutzen. Ich kann ein Bankgerät benutzen. Ich kann in die Bank gehen. Ich kann aber auch von zu Hause aus arbeiten. Ich kann aber auch von anderen Orten mehr oder weniger in der ganzen Welt arbeiten. Insbesondere die Haltung dahinter von Top-Management, von Product-Ownern, von Mitarbeitern in diesen agilen Teams, braucht es ein Stück weit ein Dranbleiben, an immer wieder gemeinsames Ermutigen, Erinnern und im Kern auch Selbstbeobachtung, eine Offenheit zu neuen Arbeitsweisen, in den Dialog gehen mit den Mitarbeitern, nicht mal hineinspüren, wie geht es dem Mitarbeitenden gerade in der Situation. Unser Angebot war immer schon sehr umfangreich. Wir haben tolle Plattformen, aber wir haben auch im Jahr von Corona wirklich unser Gesundheitsmanagement hochgefahren, von wirklich Yoga-Angeboten, die wir angeboten haben, bis hin zur Beratung über einen Familienservice. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Marion Kemmler und Thomas Runge von der HSBC Deutschland. Marion ist Head of Talent Management and Organizational Development und verantwortet neben dem klassischen HR-Bereich auch insbesondere die Förderung bzw. die Entwicklung von wertstiftenden Arbeitsmodellen für eine moderne und agile Ausrichtung ihrer Organisation. Thomas Runge ist Chief Operating Officer und Mitglied des HSBC Deutschland Vorstands. Als COO verantwortet Thomas neben diversen Transformationsprozessen auch die Umstellung bzw. Anpassung der HSBC-Arbeitswelt für eine digitale und agile Zukunft. Seine Expertise liegt in der Nutzung von Technologie als Anpassungswerkzeug für sich stets verändernde Umweltbedingungen. Wie wir im Podcast gleich hören werden, fördern und lenken Thomas wie auch Marion entsprechende agile und nicht agile Initiativen innerhalb der HSBC und benennen hierbei die größten Herausforderungen, wie sie versuchen, diesen zu begegnen. Mein Name ist Yangjun Shen, Berater bei Deloitte Consulting und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen Marie-Therese Reinhardt und Andreas Loga diesen Podcast. Genug der einleitenden Worte, auf geht's in die Folge mit Marion und Thomas. Hallo Marion Kemmler, hallo Thomas Runge. Erstmal herzlich willkommen in der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2022. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass ihr bereits letztes Jahr zugesagt habt, um hier als Gäste in unserem Podcast aufzutreten und bin schon sehr, sehr gespannt auf die Antworten, die ihr zu den Themen agile Arbeit, agile Organisation und New Work mitgebracht habt. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ja. Stichwort New Work. Aktuell ist New Work ja als Sammelbegriff für neue Arbeitsmodelle und Organisationsansätze sehr en vogue. In diesem Zusammenhang wären aus meiner Sicht die Begriffe digitales Arbeiten, Selbstorganisation, Bedürfnisorientierung und Nachhaltigkeit zu nennen. Wie würdet ihr einem Dritten den Begriff New Work erklären? Dann würde ich mal anfangen mit einem Versuch, vielleicht erstmal die Frage ein bisschen ausweichend zu beantworten, indem ich sage, wie ich vielleicht Old Work definieren würde. Und zwar jetzt mal ganz bewusst auf den Kontext hier unserer eigenen Organisation, beziehungsweise auch vielleicht bezogen auf die gesamte Finanzbranche. Unter Old Work würde ich verstehen, dass ja, Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes im Tag, in einem Gebäude, wo man hingehen muss, stattfindet und unter sehr festen und starren Rahmenbedingungen passiert. Ja, also ich betrete morgens um 9 ein Bankgebäude, setze mich an meinen fest definierten Arbeitsplatz, habe eine Abfolge an Interaktionen und Meetings oder eine fest vorgegebene Reihenfolge von Tätigkeiten, die ich abarbeiten muss, habe zu einem festen Zeitpunkt meine Pausen und verlasse auch wiederum zu einem festen Zeitpunkt das Gebäude. Und wenn ich mich mit Kollegen mal treffe, dann hat das meistens einen festen Rahmen. Es ist in irgendeiner Form organisiert worden, vielleicht als ein Offsite, wo man sich im Kreis um einen Flipchart versammelt. Ja, also das ist mal ganz kurz in meinem Kopf, vielleicht keine präzise Definition, aber doch ein Bild von Old Work. Und New Work dagegen ist jetzt sozusagen eine Flexibilisierung dieser ganzen Dimension in verschiedenste Richtungen. Ich muss in New Work nicht mehr in ein Gebäude gehen, um zu arbeiten. Ich muss in New Work nicht mehr an ein bestimmtes Gerät mich setzen. Ich habe Flexibilität. Ich kann meine eigenen Geräte benutzen. Ich kann ein Bankgerät benutzen. Ich kann in die Bank gehen. Ich kann aber auch von zu Hause aus arbeiten. Ich kann aber auch von anderen Orten mehr oder weniger in der ganzen Welt arbeiten, technologisch gesehen. Interaktion zwischen Teammitgliedern,
muss auch nicht mehr physisch um ein Whiteboard passieren, sondern kann ebenfalls virtuell um ein vielleicht digitales Board passieren. Arbeitsergebnisse werden quasi nicht über den Tisch ausgetauscht, sondern über den Äther und sind jederzeit auch über Cloud-Technologien von jedem erreichbar. Also für mich ist New Work eine Flexibilisierung von fast allen Arbeitsdimensionen. Wo findet Arbeit statt? Wann findet Arbeit statt? Und wie findet Arbeit statt? Sozusagen im Gegensatz zu den doch eher fest vorgegebenen Strukturen der Vergangenheit. Und jetzt kommt gleich die etwas hinterhältige Frage hinterher. Wie steht es aus eurer Sicht um die HSBC, was diese genannten Kompetenzen betrifft, insbesondere um das Thema Flexibilisierung? Und wo gibt es da eventuell noch Nachholbedarf? Wo seid ihr bereits gut aufgestellt? Ja, jetzt vor allen Dingen auch durch die pandemiebedingten, dann doch stärkeren Veränderungen sind wir, ich glaube, was zumindest mal die technologische Ausstattung angeht, aber auch die Ausstattung unserer Gebäude und Büros ziemlich weit vorn. Wir haben es unseren Mitarbeitern schon zu einem recht frühen Zeitpunkt ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten. Also wir haben die entsprechende Technologie. Mitarbeitende können sozusagen auch von ihren eigenen Geräten aus arbeiten. Wir nennen das Bring Your Own Device, und zwar nicht nur von Mobiltelefonen, auch von Tablets, iPads, am eigenen PC. Das ist inzwischen eigentlich für jeden relativ problemlos möglich. Wir haben auch unsere Gebäude so ausgestattet, dass eigentlich jeder Mitarbeitende sich an jeden Arbeitsplatz setzen kann und dort auch sofort arbeiten kann. Wir sind also quasi jetzt eher so virtuell unterwegs und haben ein hochflexibles auch Arbeitsplatzkonzept. Man hat nicht mehr seinen Arbeitsplatz, sondern einen Arbeitsplatz, den man im Voraus auch buchen kann. Auch alles online. Ich sage mal so, auf der technologischen, prozessualen und auch Gebäudeseite sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wo wir meiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf oder Nachholbedarf haben, sind dann wahrscheinlich eher die sozialen oder softeren Auswirkungen dieser Veränderung. Also wie organisieren wir uns in den Teams? Was bedeutet das für jeden Einzelnen in der Ablaufgestaltung des Tages? Wie können wir sicherstellen, dass Menschen nicht vereinsamen, dass der physische soziale Kontakt ersetzt werden kann durch vielleicht einen digitalen sozialen Kontakt oder auch doch wieder durch einen physischen Kontakt. Ja, also quasi die Change-Begleitung dieser doch eher stärkeren, zunächst mal technologischen oder prozessualen Veränderungen. Aber da ist ja die Marion dafür da. Ja, vielleicht ergänzend. Also absolut richtig alles. Ich würde auch New Work für mich immer noch ergänzen um den Begriff, dass wir als Organisation zunehmend gefragt sind, wirksames Arbeiten zu unterstützen. Also nicht nur effizientes Arbeiten oder flexibles Arbeiten, sondern wirksam. Und ich glaube, das Thema Wirksamkeit rückt zunehmend auch für unsere Mitarbeiter immer in den Vordergrund. Nämlich die fragen sich, wo kann ich sinnvoll meinen Beitrag leisten, sich identifizieren mit der Arbeit. Und da bin ich bei dir, Thomas. Da würde ich auch sagen, dass gerade im Jahr 2 plus Corona gucken wir alle, ich selber auch mehr dahin, ja, wie findet Arbeit statt und was gibt mir auch Zufriedenheit in meiner Arbeit? Und vielleicht kommen wir da später noch zu, die ganzen Themen natürlich, Resilienz, Mindfulness, wirklich auch das Thema physische und psychische Gesundheit von Mitarbeitern, glaube ich, wird etwas, das wir zunehmend im Blick nehmen müssen. Und dann die Führungskräfte, die meines Erachtens da auch ein ganz, ganz wesentlicher Enabler sind, damit wir dauerhaft ja, flexibel arbeiten können, aber die Mitarbeiter sich auch in ihrer Wirksamkeit und Zufriedenheit erleben. Auch sehr gerne direkt in das Thema einsteigen, Resilienz, gerade physische, psychische Gesundheit, finde ich als persönlich auch sehr, sehr interessant. Darauf basiert jetzt auch gleich die nächste Frage. Wenn ihr jetzt zwei Herausforderungen nennen müsstet, welche beiden wären dies ganz konkret, insbesondere in Bezug auf die Corona-Pandemie, auf die Ad-Hoc-Umstellung, die viele Firmen jetzt widerfahren haben, bezüglich Remote-Arbeit, bezüglich auch die gesamte Flexibilisierung der Arbeit? Ja, ich kann vielleicht kurz weitermachen und gerne Thomas ergänzen. Also ich bleibe mal beim Thema wirklich physische und psychische Gesundheit. Wir haben wirklich, unser Angebot war immer schon sehr umfangreich, würde ich sagen. Wir haben tolle Plattformen, aber wir haben auch im Jahr von Corona wirklich unser Gesundheitsmanagement hochgefahren. Von wirklich Yoga-Angeboten, die wir angeboten haben, bis hin zur Beratung über einen Familienservice. Und haben gerade im letzten Jahr umfangreiche Informationen, Angebote, auch für das Thema Wellbeing. Das ist ja wie jedem was ganz anderes. Also es ist nicht nur das Bewegen, sondern auch mentale Gesundheit zu fördern. Ich würde das Ganze aber sehr stark graben unter dem Begriff, jeder Einzelne
kann oder muss seine Selbstführung auch da noch ein Stück weit erweitern. Wir lernen hier alles. Es ist ja ein Riesenexperiment für uns gerade. Als Organisation sehe ich uns in der Verantwortung, Angebote zu schaffen, den Rahmen zu schaffen, auch eine Kultur zu fördern, dass das besprochen werden kann. Und da haben wir wirklich gute Resonanz zu bekommen. Und das zweite Thema ist wirklich für mich Führung wieder. Führung mit Herz und Kopf nenne ich das immer. Dass unsere Führungskräfte auch neben dem natürlich Anleiten von Aufgaben den Rahmen geben, Strategie erläutern, aber wirklich dieses Thema in den Dialog gehen mit den Mitarbeitern, nicht mal hineinspüren, wie geht es dem Mitarbeitenden gerade in der Situation. Das sind für mich die beiden größten Herausforderungen gewesen. Thomas, was hast du beobachtet? Nee, das sehe ich ganz ähnlich. Also tatsächlich, wie kann eine Führungskraft wirken als Führungskraft? Halt und Richtung geben, insbesondere wenn man auch noch größere strategische Veränderungen zu bewältigen hat, wie wir es auch gerade jetzt auch in der HSBC hier tun müssen. Übrigens auch in der gesamten Branche, bei uns ist das ja so. Vielleicht aber noch ein weiterer Aspekt, also quasi neben dem Aspekt Führung und Resilienz im Kontext Mental Health und so weiter. Was mich zunehmend beschäftigt, ist die Frage, wie sieht eigentlich sozusagen die Welt nach Corona aus? Das klingt jetzt irgendwie auf den ersten Blick trivial, aber im Detail ist es das doch nicht. Also in die Corona-Welt hinein ging das alles irgendwie gefühlt über Nacht und doch sehr schnell. Das Ermöglichen von Homeworking, die technologische Unterstützung, digitale Unterschriften und all sowas ging also für uns sehr, sehr schnell und gefühlt über Nacht. Jetzt die Frage, also wie kommen wir denn wieder zurück sozusagen aus dem Homeoffice in eine flexiblere Welt? Wie sieht diese neue flexible Welt eigentlich aus, wenn wir nicht mehr gezwungen sind, von zu Hause aus zu arbeiten? Wie sind dann die Zusammenarbeitsmodelle? Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich dann doch mal persönlich treffen? Wie sieht das Ganze tatsächlich dann in der Praxis aus? Ist eine für mich noch nicht ganz gelöste Frage, ist auch nicht ganz trivial. Und auch dann zu schauen, ob das, was wir uns vorgestellt haben, sowohl technologisch als auch von den Räumlichkeiten und von den Prozessen, ob das dann auch funktioniert, wenn dann sozusagen auch mal wieder mehr Menschen ins Büro zurückkommen. Ja, also Return to Office nach Corona, so rein von der Logistik, Technologie und Zusammenarbeit, ist für mich auch noch eine große Herausforderung, die noch nicht vollständig gelöst ist. Ja, super. Das Thema agile Organisation wurde jetzt so ein bisschen angeklungen. Selbstführung, hattest du gesagt, Marion, in die Richtung würde jetzt auch beispielsweise Selbstorganisation gehen. Habt ihr da ein konkretes Beispiel aus eurem Alltag, vielleicht sogar ein ganz konkretes Projekt, was ihr so ein bisschen uns näher beibringen könntet? Also ich fange mal vielleicht an und Marion, kannst du dann ja gerne noch ergänzen. Zunächst mal, so wie würde ich agile Führung oder eine agile Organisation definieren. Ich würde das daran festmachen, wie gut oder beziehungsweise wie schnell eine Organisation in der Lage ist, auf sich schnell ändernde Rahmenbedingungen auch entsprechend zu reagieren beziehungsweise anzupassen. Und darauf sollte sozusagen Agilität ausgerichtet sein, quasi auf die Geschwindigkeit einer Organisation bei äußeren Veränderungen, diesen Veränderungen auch schnell folgen zu können. Und da sind wir als HSBC auch auf dem Weg, sicherlich noch lange nicht angekommen, aber auf dem Weg. Beispiele sind ganz sicherlich zu erwähnen aus unserer Technologie beziehungsweise aus unseren Projekten. Wir haben also agiles Projektmanagement schon seit einer ganzen Weile in unserem Methodenbaukasten und immer mehr Projekte werden jetzt auch nach agilen Projektvorgehen abgewickelt. Das heißt, nicht mehr klassisch wie früher, sondern nannte man früher Wasserfall. Ja, es gab quasi erst eine Analyse, dann gab es ein Design, dann wurde entwickelt, dann wurde getestet und ehe man sich versah, ist ein Jahr vergangen, bevor man irgendwas gesehen hat. Wir verfolgen jetzt andere Strategie, wo das alles quasi zusammen passiert und dass wir dann innerhalb von 6 bis 8 Wochen auch tatsächlich schon kleinere Veränderungen sehen und in 6 bis 8 Wochen die nächste kleinere Veränderung und immer so weiter, sodass wir quasi also von einem Zyklus von einem Jahr jetzt eher in 1 bis 1,5 Monaten unterwegs sind. Das ist sicherlich eine sehr, sehr greifbare und auch für die Mitarbeitenden sichtbare Veränderungen. Darüber hinaus haben wir auch relativ viel mit anderen Managementmethoden getan und ausprobiert. Hier zu erwähnen unsere Operational Excellence Initiativen, wo wir
ja, darauf abgestellt haben, dass sich Teams selbst besser organisieren, selbst in der Lage sind, ja, ihren Tag zu planen, zu gucken, wer macht heute was, wie viel Mengen fallen an, wie können wir uns am besten organisieren. Wir haben auch sehr viele Green Belts und Black Belts ausgebildet nach der Six Sigma-Methodik, die auch nicht mehr zentral gesteuert, sondern jetzt dezentral in ihren einzelnen Abteilungen und Einheiten die Probleme lösen, die vor Ort am relevantesten sind. Und dort auch quasi schnelle Verbesserungen zeigen, ohne dass das vorher großartig zentral koordiniert werden muss. Das sind auch also technische Beispiele, haben aber auch eine ziemlich starke Auswirkung auf das, was kulturell in der Organisation passiert. Und Dezentralität ist jetzt als Wort gefallen, zusammen passieren. Das sind natürlich auch so Begriffe, die auch immer wieder Zusammenhang oder im Kontext von agilen Arbeiten häufig erwähnt werden, insbesondere das Thema zusammen passieren. Der Kontrast dazu, das Wasserfallmodell, was wir, glaube ich, klassischerweise alle schon kennen. Wie ist da das Feedback aus der Belegschaft dazu? Ich beobachte häufig, dass es Projekte gibt. In der Regel werden die nach außen hin als sehr agil dargestellt, aber wenn man da ein bisschen tiefer reinhorcht, ist dann doch so, dass teilweise zumindest eine Art Pseudo-Agilität vorherrscht. Also wie schafft ihr es, sicherzustellen, dass eure Belegschaft die Arbeitsmethodik oder die Methoden, die, ich sage jetzt mal top-down, eingeführt worden sind, auch als echte agiles Arbeiten verstehen? Mach du mal, Marion, und ich springe dann gerne technisch dahinter. Ich würde jetzt einfach mal aus der HR-Welt, ich bin ja im Personalbereich tätig, wir haben in der HSBC natürlich, das ist ein Cultural Clash, muss man ganz klar sagen. Und wir haben aber jetzt auch wirklich gute Projekte auch in unserem HR-Umfeld, Großprojekte mit sehr guter Begleitung, also ich spreche von agilen Coaches, mit dem entsprechenden Upskilling agil umgesetzt werden. Und was ich beobachte ist, dass es, wenn es wirklich diesen Rahmen hat und es auch immer wieder Hinweise gibt, dass man in Rollen klar ist, in Arbeitsmethoden sich ausprobieren kann, entsteht sowas wie Sicherheit, dass man, ne, Fehlerkultur ist etwas, was Banken erst auch ein Stück weit lernen dürfen. Wir sind durch Compliance und so weiter extrem auf Genauigkeit trainiert. Ich will sagen, da sind wir definitiv auf einer Reise, das ist meine Beobachtung und ich würde immer auch weiter dafür plädieren, um es zu verstetigen, also insbesondere die Haltung dahinter von Top-Management, von Product-Ownern, von Mitarbeitern in diesen agilen Teams, braucht es ein Stück weit ein Dranbleiben, ein immer wieder gemeinsames Ermutigen, Erinnern und im Kern auch Selbstbeobachtung, eine Offenheit zu neuen Arbeitsweisen. Ich beobachte aber in der Tat das, was Thomas auch sagt, dass die Ergebnisse, Time to Market, bessere Solutions, absolut den Ansatz rechtfertigen. Aber ja, aus meiner Beobachtung im Personalumfeld sind wir auf einer Reise. Genau, wenn ich noch ergänzen kann, ich glaube, die größtmögliche Überzeugung auf Ebene der Mitarbeiter erreicht man, indem man tatsächlich es ermöglicht, dass Mitarbeitende auch in solchen agilen Projekten aktiv sein können. Und zwar in entsprechenden Rollen, mit entsprechender Schulung und auch mit entsprechender Wirkung. Und in der realen Welt ist es ja durchaus so, dass es jetzt nicht schwarz-weiß nur agil oder nur Wasserfall gibt, sondern ganz oft und auch bei uns sind das eher so hybride Mischformen. Ja. Wir führen zum Beispiel gerade eine große Veränderung in unserer IT-Landschaft durch. Also wir führen ein neues Kernbankensystem ein aus der HSBC-Gruppe. Das ist ein mehrjähriges Großprojekt. Aber innerhalb dieses mehrjährigen Großprojektes, was eher so klassisch geplant wurde, gibt es ganz, ganz viele kleinere agile Sprints, an denen auch relativ viele Mitarbeitende unserer Organisation mitwirken. Und zwar dann auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der HSBC-Gruppe. Und dann wird die Sache richtig interessant, ne? Also wenn man agile Teams hat, die quasi ja, zusammenarbeiten mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Frankreich, England, Indien und vielleicht auch noch Hongkong oder Shanghai, dann kann man sehen, dass eben Agilität auch grenz- und kontinentüberschreitend funktionieren kann. Ja, super. Ja. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, die Internationalität einer solchen Großbank in irgendwie gerecht zu werden durch die agilen Teams. Aber das hast du jetzt mir schon vorweggenommen. Ja, vielleicht kann man auch sagen, dass in so einer Großbank natürlich auch teilweise unterschiedliche Geschwindigkeiten gegangen werden. Also vielleicht ist es ein bisschen zu pauschal, aber man kann das, glaube ich, doch mal vereinfachend sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Asien insbesondere was auf der IT-Seite oder Technologie angeht, dass die da schon einen Schritt weiter sind. Da wird fast ausschließlich in agilen Methoden oder agilen Sprintzyklen quasi Software entwickelt und auch dann weitergeführt. Da sind wir in Europa noch nicht ganz und in Amerika auch noch nicht ganz. Ja, insofern kann man auch von den Kolleginnen und Kollegen aus Asien da jede Menge lernen. Ja, und das ist
meiner Meinung nach einer der großen Vorteile in so einer großen Organisation, ja, dass wenn man das gut macht und dafür Möglichkeiten, dass das Ganze auch ermöglicht, ja, dass dann eben auch so ein globaler Lerneffekt eintritt. Und haben jetzt darüber gesprochen, wie Agilität auf einer Mitarbeiter- bzw. auf einer Teamebene funktioniert, um das tatsächlich vorleben zu können. Mal ganz plakative Frage. Organisiert ihr euch innerhalb des Vorstands auch agil? Oder habt ihr agile Ansätze ausprobiert? Also das ist, in der agilen, sag ich mal, Organisation sind wir, glaube ich, noch nicht angekommen als Vorstand. Aber wir fangen an. Ja, also das Thema ist bei uns präsent. Wir beschäftigen uns damit. Wir schauen uns an, wie Agilität sozusagen in der Organisation funktioniert. Wir starten Experimente in der Organisation, an denen wir dann auch persönlich teilnehmen oder uns persönlich einbringen. Agilität im Vorstand selber, ja, ich würde sagen, da haben wir noch ein bisschen, ja, Potenzial nach oben. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch ein paar Themen, die sind wahrscheinlich nicht ganz so einfach, agil zu managen, insbesondere wenn man in einem hochregulierten Umfeld arbeitet, ja. Wie wir als Bankvorstand. Aber es soll auch keine Ausrede sein. Da gibt es sicherlich auch noch Spielräume, die wir nicht genutzt haben. Dann mal ein Stück weit in die Zukunft geblickt. Welche agile Vision habt ihr euch aus eurer Führungsperspektive vorgenommen? Habt ihr schon die nächsten Transformationsschritte ein Stück weit geplant? Was können wir so als Beobachtende oder als Kunde der HSBC in den kommenden Jahren so erwarten? Wow, das ist natürlich eine große Frage. Ja, also ja. Wir haben relativ viele strategische Ziele und wir haben auch als Gesamtkonzern HSBC eine gemeinsame Vision, wo wir hinwollen. Opening up a world of opportunities, ja, für unsere Kunden. Inwieweit, ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt sehr spezifisch auf das Thema Agilität abgestellt ist, aber sicherlich ist Agilität auch in Kombination mit Digitalisierung ein wichtiger Kernbestandteil unserer strategischen Agenda nach vorn gesehen. Ich kann es aber vielleicht trotzdem mal versuchen, ein bisschen plastisch zu machen, sozusagen wie ich mir mein eigenes Führungsleben in einer agilen Welt vorstelle. Ja? Was ist denn also anders? Da hätte ich zum Beispiel deutlich weniger operative Entscheidungen auf meinem Schreibtisch als Vorstand, um nicht zu sagen, eigentlich gar keine operativen Entscheidungen mehr auf meinem Schreibtisch als Vorstand, weil die Organisation es gelernt hat, diese Entscheidungen dort selbst zu fällen, wo die größtmögliche und beste Kompetenz für diese Entscheidungen ist. Und das ist nicht notwendigerweise im Vorstand. Wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, sogar in den seltensten Fällen im Vorstand. Ja, und das würde mir die Möglichkeit geben, sozusagen meine Zeit als Führungskraft tatsächlich noch stärker auf das Thema Führung, aber auch vielleicht in Richtung Innovation und Kunde zu fokussieren und weniger auf die eher dann doch noch sehr operativen technischen Entscheidungen, die sie jeden Tag auf meinem Tisch landen. Ja, also die stelle ich mir vor, sind in einer agilen Welt oder einer agilen Organisation nicht mehr auf meinem Schreibtisch, weil die Organisation das einfach besser und damit auch schneller kann als ich. Ja, würde ich absolut unterschreiben. Und wirklich das Thema Digitalisierung im großen Maßstab, man sagt es immer so und trotzdem ist es ja wirklich, wirklich eine lange Reise. Wenn ich das auf die Mitarbeiterebene spiegel, dann ist genau das. Wir haben zwei sehr, sehr große Initiativen weltweit laufen unter der Überschrift Future of Work und Future Skills. Natürlich gibt es dann umfangreiche Infrastruktur, neue Plattformen, die wir eingeführt haben zum Thema personalisiertes Lernen. Aber es geht wirklich um diese bewusste Auseinandersetzung, was passiert denn da eigentlich? Und da machen wir immer wieder Angebote für unser Top-Management, Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter. Denn an dieser Schnittstelle Mensch-Maschine stellen sich jeden Einzelnen die Fragen, ja, wie ist denn Arbeit in der Zukunft eigentlich? Ich finde das persönlich auch absolut spannend. Automatisierung, AI wird ja ganz, ganz vieles auch erleichtern. Und dennoch müssen wir uns auch die Frage stellen, wie bleiben wir relevant als Bank und jeder einzelne Mitarbeiter, wie bleibt er, sie relevant in diesem Arbeitskontext? Also das wären so die großen Fragen, glaube ich, unter der Überschrift Future of Work. Ja, super. Also da ist jetzt schon sehr viel Selbstorganisation durchgeklungen in der Antwort von Thomas und jetzt in der Antwort von dir, Marion, hört man schon, dass sich da sehr viel Gedanken darüber gemacht wurde, wie man so ein agiles Mindset auch ein Stück weit nachhaltig da reinbringen kann in die Organisation. So, wir haben zum Abschluss noch eine Kategorie, die nennt sich Mythbusters. Ich würde das einen Satz vorlesen, würde gerne von euch eine kurze Meinung dazu hören, ob das aus eurer Sicht so sinnvoll ist oder nicht. Unser Beginn würde ich mit, um Innovation in der Arbeitsgestaltung voranzutreiben zu können, braucht man ein sogenanntes Innovation Hub.
Ich fange gerne mal an. Ich würde sagen, nein, braucht man nicht, aber es braucht ein konsequentes Empowerment, weil Mitarbeiter sind nah am Kunden dran und da kann Innovation im Tag auch gefunden werden. Genau, ich möchte noch ergänzen. Ich würde auch sagen, also Innovation Hub braucht man dafür nicht, aber man braucht Mitarbeitende, die bereit sind und Spaß dran haben, mitzuarbeiten. Und die kann man auf ganz unterschiedliche Weise finden. Und die müssen nicht in einem Hub oder irgendwo physisch organisiert sein. Man muss einfach Wege finden, diese Kolleginnen und Kollegen zu finden, zu motivieren. Und dann kann man auch mal loslegen. Also an der Stelle ein ganz klares Kann machen, muss man aber nicht. Genau. Die zweite Aussage lautet: Remote Work ist im Vergleich zum klassischen Arbeitsmodell immer produktiver. Ja, würde ich sagen, ist viel zu pauschal. Ja, also genauso wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch die Meinung gab, dass es genau umgekehrt ist, ja, dass man remote gar nicht so produktiv sein kann, wie wenn man sich physisch täglich trifft, ist das umgekehrte Aussage meiner Meinung nach auch viel zu plakativ und viel zu statisch. Ich kann mal eine ganz konkrete Situation gerade benennen. Wir sind gerade in der Zeit, wo man Feedback-Gespräche mit Mitarbeitenden führt, also mit Kolleginnen und Kollegen, die an mich berichten und die quasi ein Feedback darüber bekommen, wie letztes Jahr gelaufen ist, was es an Möglichkeiten gibt für Verbesserungen oder auch persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, wo eine persönliche Begegnung in meiner, zumindest mal in meiner Welt, deutlich, ich weiß nicht, ob das Wort produktiver ja richtig ist, aber besser funktioniert, als das Remote jetzt notgedrungen über einen Bildschirm zu machen. Ja. Es mag andere Beispiele geben, wo es genau andersrum ist, aber mir ist die Aussage zu platt und zu plakativ. Ja, ich bin auch definitiv für einen sowohl als auch. Beide Arbeitsformen haben ihre Berechtigung, es braucht den richtigen Anlass. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr an dem Podcast teilgenommen habt, für die sehr ausführlichen Antworten und wünsche in erster Linie natürlich erstmal viel, viel Gesundheit und aber auch ein gutes Gelingen für eure dargestellten agilen Visionen in der HSBC und hoffentlich auf ein Wiedersehen in naher Zeit. Ja, würde mich freuen und bedanke mich ebenfalls. Danke für eure Einladung. Das war die Folge mit Marion Kemmler und Thomas Runge von der HSBC Deutschland. Ich hoffe, dass die Schilderungen der beiden euch einen interessanten Blick hinter die Kulissen der HSBC zu den Themen agile Arbeitsgestaltung und New Work geben konnte. Vielen Dank für das Reinhören und bis zur nächsten Folge.